ihr Lieben, willkommen zu einem wunderschönen Mittwochenende mit Highwater, was optisch zwar recht schön ist, aber ein düsteres Thema hat. Die Endzeit, die Welt geht unter oder sie ist schon untergegangen, wie man sieht, komplett überflutet. Erstmal natürlich Hallo an alle im Chat, Hallo Plantoffel, Hallo Miss May, gar kein Problem Plantoffel, ihr dürft so viel in den Chat schreiben, wie ihr wollt. Außer der Nightbot hat was dagegen. Manchmal meldet sich der Nightbot und sagt, nee Leute, das war jetzt zu viel Spam. Aber ich freue mich auf alle Fälle, wenn ihr was in den Chat schreibt. Ich bin gerade irritiert, mein Controller funktioniert nicht. Er hat gerade eben funktioniert, deshalb meine Verwirrung. Wir gucken mal. Das wird schon. Ansonsten spiele ich mit Maus und Tastatur. Ich kenne da gar nichts. Überhaupt kein Problem. Ja, Highwater ist der Prolog zu den Spielen The Cup und Golf Club Nostalgia. Wasteland? Es hieß früher mal Golf Club Wasteland. Und ja, die habe ich ja auch beide hier auf dem Kanal gezeigt. Während die allerdings schon fortgeschritten in der Welt waren. Also die Story ist ein bisschen so, es ist eine Katastrophe auf der Welt passiert. Welche wissen wir nicht genau. Das wird, glaube ich, auch in dem Spiel nicht thematisiert. Aber man sieht es, das sind zumindest die Folgen, woraufhin die Leute, die es sich leisten können, in Raketen steigen und zum Mars fliegen. Und dann dort auf dem Mars eine Zivilisation aufbauen. Später kommen sie dann zurück und machen Expeditionen auf der Erde und gucken sich da an, wie sich alles entwickelt, ob es Überlebenschancen gibt, wenn man wieder zurücksiedelt oder so. Und spielen unter anderem Golf, wenn sie sich's leisten können. So ungefähr sieht's aus. Und Highwater spielt jetzt eben in der Zeit kurz vor der großen Flucht zum Mars. Ich hoffe, ich konnte euch das jetzt so ein bisschen einordnen. Ich habe ja keins der anderen Spiele komplett hier auf dem Kanal gespielt und auch privat ehrlicherweise nicht. Deswegen kenne ich jetzt die Story auch nicht perfekt und auswendig. Aber es sind super viele Anspielungen drin und wenn man alle drei Spiele kennt, ergibt sich ein fantastisches Gesamtkonzept. Und bisher hat mir jedes Spiel sehr gut gefallen. Bin gespannt, wie es bei Highwater aussieht. Hallo natürlich auch an Majin und hallo Spezialist 77. Schön, dass ihr da seid. Ui, Majin ist schon in der Wohnung ohne Schiene unterwegs. Das ist ja super. Die Ziele eines alten Menschen, Einkauf und Haushalt. Gerade so, das kriegt man noch hin. So. Meine Woche war bisher ganz schön chaotisch, Miss May. Ich habe bis vor, wann hat der Stream angefangen? So vor 2 Minuten? Habe ich noch gegessen, weil ich heute ein bisschen später von der Arbeit weggekommen bin und dann war es so, okay, ich muss jetzt noch schnell was essen. Und zwar, es ist schon fast 20 Uhr, aha, Stress. Aber alles super, alles gar kein Thema. Und ja, Spezialist, wir sind hier auf jeden Fall nicht auf Twitch oder auf Kick unterwegs. Das sind komplett andere Streams. Das kann ich schon mal direkt sagen. Hat überhaupt nichts mit diesem Ort hier zu tun. Aber dann will ich jetzt auch mal schön entspannt hier ins Spiel starten. Auf alle Fälle natürlich noch ein großes Dankeschön an Rogue Games, die mir den Key gegeben haben für das Spiel. Denn ich hatte echt Interesse, jetzt diese Trilogie mal insgesamt zu erleben. Es sind wohl sogar noch weitere Projekte in dem Universum geplant. Und die Entwickler haben es mal in einem Talk recht schön formuliert. In diesen Spielen ist die Welt der Protagonist. Es geht nämlich einfach um die Erschaffung der Welt und unterschiedliche Möglichkeiten, wie Spieler oder Menschen allgemein in diese Welt eintauchen können. Und deswegen sind die Spiele auch so grundverschieden. Also komplett unterschiedliche Genres, unterschiedliche Charaktere. Man kann sie einfach nicht miteinander vergleichen. Aber ja, starten wir mal. Neues Spiel. Nach der großen ökologischen Katastrophe ist das Gebiet um Alphaville überflutet.
Überall auf der Welt toben Konflikte, doch die Flutzone ist ein Puffer, der AlphaVille privilegierte Bewohner hinter ihren Stadtmauern schützt. AlphaVille stellte allerdings plötzlich alle Hilfsprogramme ein und stürzte damit die umliegenden Gebiete ins Chaos. Die Hilfe war eine Friedensgarantie, aber nun greifen die Rebellen immer mehr um sich, während sich die Einwohner zusammentun, um sich zu verteidigen. Ja, das ist das Problem bei so einer Klassengesellschaft. Es geht das Gerücht um, dass die superreichen Bürger von AlphaVille sich auf dem Mars absetzen wollen. Die Erde wird zunehmend unbewohnbar und der Mars ist die neue Hoffnung für die Menschheit. Ja, so sieht's aus. Nikos, ein jugendlicher Weise, hat es satt, um sein Überleben zu kämpfen. Er will das Unmögliche versuchen. Er möchte nach AlphaVille gelangen und, falls die Gerüchte wahr sein sollten, sich an Bord einer Marsrakete schleichen. Boah, ich bin mir nicht so sicher, ob das eine schlaue Idee ist, sich an Bord einer Rakete zu schleichen. Ich kenne da vielleicht auch einfach zu viele Geschichten von Menschen, die sich bei Flugzeugen irgendwie versucht haben zu verstecken und dann während des Flugs schrecklich ums Leben gekommen sind. Also ich würde das persönlich nicht machen. Außer man schafft es halt, sich als Passagier wirklich auch drauf zu schmuggeln. Und ich glaube, das ist ganz schön schwierig. Da wird nicht so viel Platz sein auf der Rakete. Nikos, Kleiner, wach auf! Ich bin eingenickt. Was machst du hier? Plündern, aber die Ausbeute ist eher dürftig. Wir sind auf dem Weg nach Hightower. Hightower hat schon seit 2 Wochen keine Hilfe mehr von AlphaVille erhalten. Tja, hier ist aber auch nicht mehr viel für uns zu holen. Und ich kann nicht gegen die Rebellen kämpfen. Nicht mit den Kindern. Uha, ja, das stimmt. Ja, wird ganz schön heiß hier. Rebellen haben 2 AlphaVille-Stützpunkte eingenommen. Bis Sonnenuntergang bin ich in Hightower. Du gehst zurück? Das Schiff ist mein Zuhause. Aber eigentlich will ich nach AlphaVille. Das ist Selbstmord. In Hightower zu bleiben auch. Wenn du ankommst, frage nach Nana. Sag ihr, Nikos schickt dich. Sie wird dir helfen. Danke, Nikos. Wir sehen uns dort. Viel Glück. Klingt, als ob ich das gebrauchen kann, das Glück. Das heißt, ich plündere jetzt noch ein bisschen, bevor es dann... Good morning, Highwater Dwellers. Ah. Highwater Pirate Radio keeping you in the know with our flow. AlphaVille authorities continue to deny that they will close their borders despite several key entry ports being permanently sealed off from the inside. They also deny that aid has been halted and stress that delivery of humanitarian supplies to affected areas outside of the city will resume once an unforeseen supply chain issue has been resolved. AlphaVille Central Command also issued a statement to the public that there is enough food for decades ahead and not to worry about these inconsequential delays. True or not? Ja, Kompass. Okay. Da können wir jetzt direkt mal über eine Sache reden. Soll ich dieses Radio sehr leise stellen, dass es wirklich zur Hintergrundmusik wird? Soll ich jedes Mal ruhig sein, wenn sie anfangen zu sprechen? Denn es ist ein Radiosender, der uns durch das gesamte Spiel begleiten wird. Und es werden interessante Geschichten erzählt zwischen den Songs und die Lieder selber sind wohl auch recht cool wieder. Das hatte ich auch schon bei den anderen beiden Spielen. Also diese Radiosender finde ich richtig klasse, sind aber natürlich ein bisschen schlecht, wenn ich auch mal was sagen will. Deswegen schreibt mir da gerne eure Meinung mal in den Chat, ob da der Radiosender so laut bleiben soll, wie er jetzt ist, ein bisschen leiser oder eben so sein soll, dass man ihn kaum hört und ich einfach drüber quatsche. One thing that can't be denied is that the world ended on a sunny day. Oh, ich finde die Musik direkt fantastisch. Hallo Gabriel. Swept away.
die hängen da nur ab. Bestimmt. Alles gut. The world ended on a sunny day. Champagne and sunscreen spray. So, okay, die Musik ist ein bisschen laut. Ich mache sie mal ein bisschen leiser hier in den Optionen. Mal gucken, hier ist auch alles auf voller Lautstärke. Ja, ich kann Radio explizit ein bisschen leiser machen. Ich mache es mal nicht zu leise, weil man wird dann auch die Geschichten nicht mehr so gut hören. Aber deswegen habe ich die Untertitel auch drin, damit man eben auf jeden Fall mitlesen kann. Ich finde das Lied super. Okay, das geht sehr fließend, das Anlegen. Das klappt jetzt inzwischen übrigens mit Controller. Nur so. In dem Moment, als ich das Hauptmenü verlassen habe, hat das ganz problemlos funktioniert. Okay, ich wollte nochmal werfen, aber ich durfte nicht. Was liegt da hinten? Ich finde es cool, dass die Musik leiser wird, wenn ich vom Radio weglaufe, also vom Boot. Richtig schön. So, wir müssen die Flut als neue Normalität akzeptieren, meint Alphavilles Bürgermeister. Ja, ich habe das Gefühl, Alphaville hat da recht leicht reden. Denen scheint es zumindest, es scheint halt so, recht gut zu gehen. Zumindest glauben das die Leute hier. Bin mir nicht sicher, ob das auch wirklich der Fall ist. Moment. Ach, ich kann hier meine Karte öffnen. Okay, Gorzonien. Okay, Gorzonien. Hole die Tasche bei Gorzonien ab. Es scheint ein Name zu sein. Jetzt habe ich den Ball dabei. Ja, Kamera. Ich steuere sie übrigens ein bisschen. Ich finde das aber richtig cool mit dem The World Ended on a Sunny Day. Es ist auch so ein schöner Sonnentag gerade. News, ja. Views and tunes. You're dialed in to Highwater Pirate Radio. So, ich hoffe, soundtechnisch passt es jetzt. Ansonsten gebt natürlich auch gern Feedback, wenn das Spiel an sich viel zu laut sein sollte. Kleiner, wo warst du? Ich bin eingenickt. Ich habe mich treiben lassen. Hast du es dir anders überlegt? Kommst du doch mit? Nee, Kleiner, ich gehe wieder ins Armenierviertel. Ich habe erstmal Armenviertel gelesen und war irritiert, was das IER zu bedeuten hat. Armenier? Hä? Nee, Armenierviertel. Aber du solltest weitermachen. Ich habe Schüsse gehört. Sie schließen die Lücke. Es sind nur noch wenige Meilen. Ich finde es cool, dass er da sitzt und halt einfach auf dem Flatscreen das Ganze anguckt. Es wirkt so ein bisschen im ersten Moment irgendwie dekadent, aber natürlich ja, als ob irgendwer noch einen anderen Fernseher hätte in der Zeit. Danke, ich gehe nach Hightower. Aber dass der noch funktioniert, also Strom bei dem Wasserstand, halte dich an deinen Plan. Nur das verdammte Alphaville ist sicher. Ich versuch's. Hör mal, wenn es einer schafft, dann du, Kleiner. Das hoffe ich, alter Mann. Wo sind meine Sachen? Dort drüben, im Hinterzimmer. Hast du dir deinen Anteil genommen? Eine Dose Bohnen und zwei Dosen Nudeln. Nudeldosen? Nudeln aus der Dose? Wahrscheinlich aber mit Soße und allem, oder? Nicht einfach nur die puren gekochten Nudeln. Die unbewohnbare Erde. Das Leben nach der Flut. Wer glaubt, wir würden uns einfach an die bevorstehenden Dürren, Überschwemmungen, Tsunamis und Pandemien anpassen, der irrt. Was wir für eine jahrtausendelange Entwicklung der menschlichen Spezies hielten, wie in Walter Benjamins Interpretation des Angelus Novus von Paul Klee, war in Wirklichkeit eine Katastrophe. Okay, ich bin mal ein bisschen irritiert. Das X oben ist tatsächlich ein B. Und mit X komme ich nicht weiter. Plündert der gerade meinen Kram? Oh, jetzt kommen wir zu den Kämpfen. Wir fahren nämlich nicht nur friedlich mit dem Boot durch die Gegend. Wir kämpfen auch. Rundenbasiert bin ich ja persönlich nicht so der allergrößte Fan davon. Mal gucken, wie sehr das als Spielelement hier eine Rolle spielt. Also ob man mehr kämpft oder mehr auf dem Boot ist.
Wir werden's erleben. Das ist mein ausgewählter Charakter, das sind die feindlichen Leute, meine Aktionsleiste. Okay, bei Bewegen kann ich auf ein Feld gehen. Mhm, ja, das verstehe ich. Es wird sehr detailliert erklärt, finde ich gut. Dann Angriffsaktion auswählen und Attacke. Bäm, kriegt einfach eine gepaddelt. Aber der wird jetzt mich auch ganz schön fertig machen, oder? Naja, gut. Der Typ hat nur eine Hose an. Also eine Boxershorts. Was soll der großartig machen? Wer findet's? Dem gehört's. Nee, mir gehört's. Angriff. Let's go. Bam! Okay. Oh. Sogar eine Siegesanimation. Für so einen kleinen Kampf, ganz schön viel feiern danach. Finde ich gut. Moment, da liegt noch was. Irgend so ein Typ wollte meine Sachen klauen. Ach, wie die Geier. Du hättest auch deinen Hintern vom Sofa erheben und mir helfen können. Ich schaue mir Sitcoms auf Videokassette an und die Rückspultaste ist kaputt. Das ist ein Grund. Okay, wir sehen uns. Adios, Kleiner. Ja, ich möchte erstmal noch zu dem Funkelnden hier auf dem Tisch. Prioritäten. Es gibt genug Lebensmittel für Jahrzehnte. Das ist keine gute Nachricht. Also nicht, wenn keine Lebensmittel produziert werden. Wenn die ganze Welt nur noch von dem lebt, was vorher gemacht wurde, haben wir ein Problem. Erklärte die Sprecherin der Alphaville-Befehlszentrale. Also nee, die erklärte nicht, dass sie ein Problem haben. Die hat so getan, als ob Jahrzehnte an Lebensmitteln ausreichen würden. Liegt hier noch mehr rum, was glitzert? Nee. Kann ich auch gar nicht langlaufen. Ich finde es schön, dass man sieht, wie schwer der Koffer ist. Oh Gott, ich muss ganz schön schleppen. Hauptsache, auf dem Boot ist alles gut ausbalanciert. Ja, ich kann nicht so gut lenken. Ich versuche das dann mit der Kamerasteuerung wieder wettzumachen, aber die hilft natürlich nicht. Okay, auf zu Block 395. Hightower Properties. Aha, for sale, ja. Ich glaube, so günstig waren die Preise noch nie wie jetzt. Nein! Ich habe ein paar betrunkene Alphavillianer auf dem Justice Square gesehen. Ach so, Benzin ist leer. Die haben immer einen Reservekanister. Und jetzt wird losgepaddelt. Das sind einfach Allzweckwaffen. Die sollten wir auch nicht verlieren. Ich glaube, man folgt den Straßenschildern einfach für die Orientierung, denn man folgt ja auf der Karte auch der U-Bahn-Strecke. Also, oder der S-Bahn-Strecke, keine Ahnung. Aber das finde ich tatsächlich noch verwirrender. Aber ich vermute mal, weil es eine Zeit ist, wo halt die wenigsten einen Stadtplan noch haben. Und ohne Stadtplan, wie orientierst du dich dann? Naja, dann nimmst du halt einen Plan von den öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn Handys scheinen ja nicht mehr zu funktionieren. Alphavilles Wetterdienst definiert Flut neu, um nicht für Schäden und Versicherungen aufkommen zu müssen. Ja, geil. Super. Das ist natürlich das Wichtigste jetzt für den Anfang. Aber gut, die Wirtschaft ist doch eh im Eimer, oder? Alphaville muss brennen. Oh. Das ist doch ein Alphavillianer, oder nicht? Der hat diesen gleichen orangen Raumanzug an, den auch dann später der Typ anhat, wenn man Golf Club Wasteland spielt. Ha, du nennst mich einen Verräter. Ich hoffe, er hat sich nur damit übergekippt und das nicht getrunken oder so. Ich werde brennen für Alphaville. Ich könnte das Benzin wirklich gebrauchen. Hör auf, damit zu duschen. Armer Kerl. Verschwende nicht das Benzin. Ich bin ehrlich, mir ist das egal, ob er sich wehtut. Verschwende nicht das Benzin. Was? Verzieh dich, Verräter. Oh. Ich möchte ungern mit dem Typen kämpfen. Er ist leicht entzündlich. Ich muss etwas tun, bevor er sich selbst in Brand steckt. Mhm.
Oh, da ist ein Schild. Halte im Spiel Ausschau nach Requisiten, mit denen du interagieren kannst. Viele davon sind im Kampf hilfreich. Ja, ich komme da nicht bis dahin, aber ich kann mich ja davor schon mal positionieren. Nee, ich gehe erstmal hier in Deckung. Wenn der Typ wieder anfängt zu werfen, will ich nicht getroffen werden. So. Okay, ja, Runde beenden. Im nächsten Zug sollte ich ja dann an den Schild rankommen. Ey, ich war in Deckung. Frechheit. Ich vermute, ich hätte aber außerhalb der Deckung noch mehr Schaden genommen. So, nehmen wir das doch mal. Ah, jetzt kann ich auch damit angreifen. Fallen lassen, Schild hoch. Ich sag Schild hoch. Die Rundenanzahl ist ja irrelevant. Ich hab's jetzt nicht eilig. Und jetzt laufen wir hier hin und vermöbeln ihn mit dem Schild. Ja, warum nicht? Ja, Moment. Nee, Quatsch. Hier. So, Angriff. Ach so. Ja, ich ging davon aus, wir ziehen ihm damit eine über den Kopf, aber nee, wir haben ihn ganz lieb einfach nur umgestoßen. Das konnte ich ja nicht damit rechnen. Sinnlos, ich kann nicht mal mich selbst umbringen. Brauchst du das Benzin? Wohin willst du? Ich gehe nach Hightower. Toll, kann ich mitkommen? Ich habe Familie dort. Mhm. Okay, mach aber keinen Stress. Ha, ich bin so dicht, ich werde nur schlafen. Das ist riskant, ich darf nicht mit jemandem aus Alphaville gesehen werden. Erst rettest du mich und dann willst du mich hier verrecken lassen? Ey, du wolltest dich gerade selber umbringen. Nein, okay, aber na, halte dich bedeckt. Ich geh schlafen. Bis zur Ankunft wache ich nicht mehr auf. Okay. Wir schleppen den schweren Kanister. Und haben offensichtlich einen neuen Freund, der vielleicht ein paar Probleme bringen könnte. Damit komme ich noch nicht mal bis zum Südtor. Ah, der Kanister ist nicht voll genug. Die Zeitung hier. Kann ich die lesen? Ja. Alphabet. Ach so, das war das mit der Flut. Ja, da stimme ich aber auch zu. Der Kampf ging wirklich ganz schön schnell. Und lieber vermöbeln, auf jeden Fall. Hallo, Flocke. So, wir folgen weiter der Straße. Ich vermute, man folgt der Straße, weil man sich sonst vielleicht hier verlaufen würde. Please get your water from a known safe source or boil your water for at least 1 minute before drinking, cooking, washing fruits and vegetables or even brushing your teeth. Remember, medical supplies are running low and even a mild bout of the runs in this heat could be deadly. No vaccine against dysentery. Yeah. Speaking of washing and prepping, survival tip of the day, lemongrass is thriving in our new tropical conditions, and it's not only a great natural deterrent to mosquitoes and other bugs, it also tastes great as a tea or added to food for flavor. Okay. Take care out there, stay afloat, and keep your wits about you. Haltet den Kopf über Wasser, ja. That dial and in good hands with high water. Ich werde es probieren. Da liegt ja was. E-Commerce-Gigant Orinoco Delivery erweitert seine Versandlagerhäuser, um der wachsenden Nachfrage nach grundlegenden Gütern gerecht zu werden. Orinoco profitiert. Ein Schaf! Willst du da mein Schaf stehlen, Junge? Nein, ich wollte es mir nur angucken. Darf ich streicheln? Oder suchst du Streit? Ist okay, leg deinen Ball bitte zur Seite, ich gehe ja schon. Wow, ich hab dich gar nicht gesehen. Ich bin auf dem Weg zu Block 45. Für die Hochzeit? Mein Freund ist der Trauzeuge. Ach so, wusste ich jetzt noch nicht. Ist er einer dieser genetisch modifizierten Arbeiter von Orinoco? So etwas in der Art. Diese Vereinigung ist eine Sekte. Gewerkschaft? Die wollen immer nur Almosen. Sie wollen mein Schaf für ihre Hochzeit. Meine Daisy gebe ich nicht her, verstanden?
Okay. Ciao, Herr Schlachter. Ciao, Daisy. Ja, okay. Ich gehe offensichtlich zu einer Hochzeit. Ich dachte, ich bin hier nur ein bisschen willkürlich auf dem Weg, ein bisschen was zu plündern, aber ich habe anscheinend sogar ein Ziel. Gut zu wissen. Ich weiß nicht genau, was du meinst mit einem neuen Layout auf YouTube. YouTube ändert sich aber in letzter Zeit so oft, Spezialist. Also, ich würde pauschal mal sagen, ja, wahrscheinlich schon. Und nein, ich wüsste nicht, wie man das ändern kann. Ich akzeptiere das einfach, wenn YouTube wieder alles umwirft und neu gestaltet. Ach, jetzt verstehe ich unten den Kompass, auch mit den weißen Punkten. Die zeigen mir an, wo ich überall anlegen kann. Okay, gucken wir hier mal vorbei. Foto. Bingo, Batterien für meine Kamera. Ackerland von extremer Trockenheit betroffen. Kann das Hochwasser in die betroffenen Gebiete geleitet werden? Das ist natürlich ungünstig. Da, wo man Wasser braucht, hat man keins. Tja. Mehr sehe ich gerade nicht. Dann würde ich jetzt noch die anderen weißen Punkte ansteuern, weil ich glaube, den gelben soll ich ansteuern. So. Gesammelte Gedichte über das Wasser. Wasser, Wasser überall und kein Tropfen davon trinkbar. Samuel Taylor Coleridge. Okay, ja. Das ist halt die Kreativität, nicht wahr? Meine Muse heißt Wasser. Ja, das Problem ist, ich kann halt hier nicht das Boot lenken, wenn der Motor aus ist. Macht ja irgendwie Sinn. Aber wenn ich den Motor anmache, fahre ich voll aufs Land. Boot wird schon nicht kaputt gehen. Das ist ein solides Schlauchboot. You're listening to High Water Pirate Radio. So, dann fahren wir doch mal zu dem Gelben. Ich vermute, das ist jetzt die Hochzeit schon. Nee, bisschen mehr Gas. Ein kleines bisschen noch. Kleines bisschen. Okay. Das sieht auch ein bisschen sektenartig aus, muss ich sagen. Wobei, der Priester ist schön farbenfroh. George, du weinst? Nun ja, mein Freund Sam hat seine Schulfreundin geheiratet. Auf diesem Spielplatz haben sie sich zum ersten Mal geküsst. Du bist nur sentimental, weil du Mila schon seit einer Woche nicht gesehen hast. Das sind meine Leute. Wir sind die Gewerkschaft der GMO-Arbeiter. Meine Brüder und Schwestern. Okay, George, wir müssen los. Und du bist ohne Geschenk auf der Hochzeit aufgeschlagen? Siehst du nicht, dass wir kein Essen haben? Du hast wieder getrunken. Nur mal genippt. Sieh mal, da ist dieser total nervige Schlachter. Geh und hol ein Schaf. Es ist das einzige Schaf, das er hat. Ich soll mich mit dem Typ anlegen? Sonst gehe ich hier nicht weg. Ich will, dass meine Brüder und Schwestern was zu essen haben. Aber wir müssen vor Sonnenuntergang zu Hause sein. Geh einfach zum grünen Markt und such nach Delikatessen. Aber... nichts aber. Komm schon, für Sam und Sally. Das ist verrückt. Und ich erkläre sie zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Wow. Yeah, dance, dance, dance. Ich habe nicht den Eindruck, als ob die was zu essen bräuchten. Der Priester ist ja fantastisch. Oder, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur der Lagermanager von Orinoco gewesen oder so. Oh, da hinten funkelt was. Da verlasse ich doch die Party gleich mal. Das Ende der Geschichte. Diesmal wirklich. Frankie Fukushima kehrt mit dem fünften Buch seiner Bestsellerserie zurück. Er hat eingesehen, dass seine vier vorherigen Bücher womöglich nicht zu 100% korrekt waren und liefert nun starke Argumente dafür, dass uns diesmal wirklich das Ende der Geschichte bevorsteht. Wenn Sie ihm nicht glauben, sehen Sie einfach aus dem Fenster. Ja, das stimmt. Ja, ihr habt völlig recht, Kekse sind natürlich Delikatessen und bei 10 Daumen nach oben spendiere ich selbstverständlich welche Kekse. Und ja, ich sehe tatsächlich auch nur 10 Daumen.
Es ist ja immer so, dass irgendwie 1 bis 2 Daumen verschluckt werden von YouTube. Wo war mein Boot? Hier. Man sieht es vom Ufer aus halt nicht. Und wo war jetzt der Schlachter nochmal? Auf der anderen Seite, oder? War ich da hinten schon? Bei dem Punkt, der da leuchtet? Schickt mich auf einen verdammten Botengang. So viel Gehetze. Für was? Nee, hier war ich noch nicht. Dosenravioli. Ja, ich würde hier gerne ein bisschen wenden. So, sieht man, dass ich mich bewege? Nee, ne? Ich kann ja auch rückwärts fahren wenigstens, aber... Ja. So, damit ich beim Losfahren hier wieder gut wegkomme. So, hier liegt nämlich noch was. Orinoco Delivery bietet Zusatzunterhaltung. Mhm. Ja, so ein Streaming-Angebot, oder wie? Die Odyssee, eine moderne Fortsetzung. Oh Gott, wer schreibt diese ganzen Bücher und warum können sie gedruckt werden und verteilt werden? Diese Fortsetzung von Homers Odyssee ist eine Art Ergänzung zu James Joyces Ulysses des 20. Jahrhunderts, aber auch eine Fortsetzung der mit Dantes göttlicher Komödie begonnenen Tradition. Odysseus ist bekanntlich zu Penelope zurückgekehrt, muss jedoch eine weitere Reise antreten. Schließlich geht es bei der Selbstfindung um die Reise, nicht um das Ziel. Dennoch, denke immer an Ithaka. Okay, ja. Yeah. Man legt die Klassiker neu auf. Ja. Ja, Endgegner Bootssteg auf jeden Fall. Wir sind ja mit dem Boot unterwegs, also was soll's denn sonst sein? So, da gab's die Kamera, das heißt, da drüben müsste doch die Anlegestelle für den Schlachter gewesen sein. Das ist die Hochzeit. Sehnsucht. Möchte ich einmal kurz festhalten. Da steht Sehnsucht. Und ich glaube nicht, dass sie die Welt übersetzen. Oder? Ich bin mir recht sicher, das würde auch auf Englisch da stehen. Raus hier. Nee, Moment, das ist nicht. Das war diese Zusatzding. Moment. Nee, ich bin im Kreis gefahren. Wie ich es aber auch nicht gemerkt habe. Hä? Wo war denn? War der Schlachter ganz da drüben? Er ist natürlich gelb markiert, Leute. Er ist gelb markiert. Ich habe gedacht, die gelbe Markierung steht immer noch für die Hochzeit. Ah, der gelben Markierung folgen. Der war hier draußen, bevor ich an dem Kirschbaum überhaupt hingegangen bin. Ja, okay. Der Kirschbaum kam nach dem Schlachter. Ist okay. Diese Musik, also das erste Lied war ja ganz schön, aber dieses, das jetzt finde ich irgendwie etwas anstrengend. Du schon wieder. Let's fight. Du willst doch nur meine Daisy stehlen. Ja, ehrlicherweise ja, weil aus irgendwelchen Gründen ist das voll okay. Ich mache einen Topf aus deinem dürren kleinen Hintern. Kann ich nachvollziehen? Also keine Hammelkoteletts heute? Komm her, Junge. Ich werde dich in Stücke hacken. Warum bin ich da auch noch so direkt dahin gerannt? Oh, Moment, ich kann... Sekunde, kann ich das Dach? Ich kann das Dach manipulieren. Weg damit. Okay, er hat überlebt. Ich dachte schon, wir hätten ihn jetzt damit auch noch direkt getötet. Aber nee, wir haben ihn einfach nur in den Container eingesperrt und dann gab es Teleportation. Okay, die Geräusche sind tatsächlich laut. Kann ich auch mal einstellen, dass die ein bisschen leiser sind. Hier Effekte können wir auch mal auf 70 machen. Kann ich Musik selber... Ich weiß nicht genau... Ach Moment, die Musik kann ich ja mal leiser machen und dafür das Radio ein Müh lauter wieder. Dann ist der Sprecher hoffentlich lauter, aber die Musik des Radios ein bisschen leiser. Wir gucken mal. So, sieh mal, Nikos hat dir ein Hochzeitsgeschenk mitgebracht. Danke, Nikos. Aber wir hätten die Schafe mitnehmen können. Es gibt wichtigere Dinge als zu überleben. Bin mir da nicht ganz sicher. Hey Leute, Nikos macht gleich ein Gruppenfoto. Ach, mach ich das? Was? Du hast die Kamera dabei? Komm schon, George. Ich gehe nicht ohne das Polaroid. Ich habe das Gefühl, George will uns einfach erpressen.
Machen wir das blöde Foto. Zeit für ein Foto. Bitte lächeln, sagt Whisky. Okay, ja, ich mache ein Hochzeitsfoto. Gerade eben hier. Positionieren sich alle, winken schön. Moment, winken. Ich will auch, dass die Braut winkt. Das ist mir ganz wichtig. Ach, und jetzt kommt er wirklich mit. Sie haben für Mila ein Stück Hochzeitstorte eingepackt. Aber wenn wir auf dem Nachhauseweg eine kleine Stärkung brauchen, wird ein Haps schon nicht wehtun, oder? Genau. Hochzeitstorte. Plus 2 Lebenspunkte. Nahrung ist nicht leicht zu bekommen, aber dieser wunderbar fruchtige Schokoladenkuchen wurde speziell für Sally und Sam von ihren Freunden von Orinoco zubereitet. Schokoladenkuchen? Offenbar weiße Schokolade. Hier ist ein Booster. Mit Sofortwirkung kann ich die direkt nehmen. Ja, ich möchte die jetzt aber aktuell nicht nehmen. Mir geht's ja gut. Oder nicht? Moment, Inventar. Sieht man das irgendwie? Nee. Ja gut, dann nehme ich das jetzt. So. Moment, hier ist mein Boot. Moment mal, was macht dieses Alpha-Höhlschwein hier? Er ist weggetreten. Er hat heute Morgen versucht, sich selbst anzuzünden. Sorry, Kumpel, aber auf diesem Floß ist kein Platz für einen Alpha-Villianer. Oh, was? Er wird ertrinken. Keine Sorge, er wird treiben. Wir gehen mehr oder weniger mit leeren Händen nach Hause. Lass uns mal beim Food Court vorbeischauen. Okay. Können wir... Der hat den Typen einfach, während er bewusstlos war, ins Wasser geworfen und meint, der wird schon treiben. Ja, natürlich wird er treiben, aber das heißt nicht, dass er leben wird. Oh, wir werden verfolgt. Oder auch nicht, sie sind den anderen Weg lang gefahren. Rattenkebab. Oh, lecker, lecker. Hallo, SLC Silence. Da liegt doch was. Nehme ich mit. Rebellenbunker von Alpha-Wild-Drohnen zerstört. Ist das eine Ratte? Die gigantische, riesige Wasserratte? Die Glut ist noch heiß. Willst du welche? Wir haben dafür keine Zeit, hier ist nichts. George, wir haben keine Zeit. Es kann nicht schaden, nachzuschauen. Oh, verflucht. Ich kam mir irgendwie beobachtet vor. Okay, da sind sie. Und die wollen Stress, oder? Ernsthaft? Sie haben ihr Boot versenkt? Da soll mal noch einer sagen, ich hätte Schwierigkeiten anzulegen, ja? Mein Boot ist immerhin in 1A-Zustand und noch oberhalb des Wassers, also auf der Wasseroberfläche. Was zum... Du hast das Boot nicht ausbalanciert. Oh Mann, tut mir leid, hab's vergessen. Du weißt doch, dass du den Stein auf die linke Seite schieben musst. Her mit dem Boot. Wer den Rebellen nicht hilft, arbeitet für Alpha Will. Was für eine verdrehte Logik. Warum sollte ein arbeitsloser GMO-Arbeiter wie ich für Alpha Will arbeiten? Unsere Bewegung braucht Vorräte, um für deine Freiheit zu kämpfen. Glaubst du diesen Mist wirklich? Hey, wer hat Lust auf ein paar Ratten am Spieß? Das ist keine Verhandlung. Oha, der Boden sieht auch besonders aus. Auswahl des aktiven Charakters. Ich kann wechseln, wer zuerst unterwegs ist. Okay. Auf Feinde fallen lassen, um sie zu töten. Nur von starken Charakteren benutzbar. Okay, da ist es einfach eine Deckung dahinter. Auch eine Deckung, nur von Starken. Okay, ich vermute mal, dass George ein starker Charakter ist und Nikos nicht so sehr. Deswegen gehe ich jetzt mal hier hin. Achso, bis dahin kann ich nicht laufen. Dann gehe ich hier hin. Ich glaube, der Boden hier ist sehr zerbrechlich. Kopfstoß und Schraubenschlüssel sind die Angriffe. Ja, ich beende die Runde einfach an der Stelle. Und Nikos geht mal hier in Deckung. Ja, greift mich mal bitte an.
provozierenden Feind hat 6 Reichweite. Ja, das geht doch. Hier, boah, der Typ soll mich angreifen. Was stand da? Ich konnte es nicht lesen durch die Lebensanzeige. Oh oh. War keine gute Idee. Au, das war doch ein Kopfschuss. Das war sowas von Kopfschuss. Geh mit deinem Messer weg. Oh Gott. Kopfschuss und Machete. Okay, ich wollte doch nur gucken, was er mit dem Straßenschild machen kann. Ich dachte, oder nicht Straßenschild, aber... Oh, cool. Vielen lieben Dank, Silence. Sehr geil, das freut mich. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Auf alle Fälle gibt's dafür Kekse. Vielen lieben Dank. Moment, so. Positionieren. Ich habe die Hoffnung, dass ich das umwerfen kann. Ja, ich kann es umwerfen. Ist eine umwerfende Angelegenheit hier. Dann ist zumindest der Machetentyp doch weg. Oh Gott. Zum Glück hat es Nikos nicht erwischt. Auf alle Fälle ganz viele Kekse und Herzen in den Chat. Warum ist der Bereich hier rot? Ich laufe bis hierhin, weil ich von hier aus angreifen kann, oder? Ich paddel dem natürlich eine, ist doch klar. Der hat vielleicht eine Schusswaffe, ich habe einen Paddel. Ich bin versteckt hinter meinem Fass. Du kannst mir gar nichts. Jetzt greift er den anderen. Oh, nee, er greift mich an. Es ist eine Fernkampfwaffe, natürlich. Er muss ein bisschen Abstand einhalten. Kann ich verstehen. Was machen wir mit dem Fass? Ich möchte ihn brennen sehen. Angrenzende Felder werden in Brand gesteckt. Ja, von wo aus kann ich den... Ich stelle mich einfach hier in die Nähe. Let's go. Ich bin bereit. Ach, ich kann es werfen. Umso besser. Dann bewerfen wir ihn doch einfach mit dem Fass. Bäm. Ja, Nikos kann jetzt leider nicht mehr angreifen, ne? Außer er verbrennt selber so ein bisschen. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wir machen eine Kamera. Ja. Etwas Schweres. Ach nee, Moment. Kameraerklärung bitte nochmal ganz kurz. Kamera. Reichweite 3, Munition 1, lähmt das Ziel mit einem Kamerablitz und verhindert dessen nächste Aktion. Ja, finde ich gut. Ich weiß ja nicht, inwiefern ein Kamerablitz mehr irritiert als Feuer. Aber er ist geblendet. Er kann erstmal gar nichts machen. Und ich hoffe, er verbrennt. Yes. Dankeschön, Gabriel. Dir auch noch einen schönen Abend. Das Paddel kam jetzt gar nicht so sehr zum Einsatz. George ist vielleicht ein bisschen OP. War jetzt mein Eindruck jedenfalls. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Tja, das Mittagessen ist ruiniert. Ja, kein Thema. Ich wurde von einer Machete halbiert und habe einen Kopfschuss gekriegt. Das Mittagessen ist mir richtig egal. George, können wir jetzt gehen? Quengel. Wir gucken uns hier jetzt erstmal noch um. Ach, ich komme die Treppen nicht hoch. Schade. Das heißt, es gibt hier nicht mehr Loot? Nichts, was glitzert? Ich sag mal so, ich habe die ja bisher immer auf recht fix gefunden. Deswegen gehe ich davon aus, dass hier wirklich nichts weiter ist. Okay. Aber diese Rebellen wollen sich jetzt mit Alphaville anlegen. Habe ich das richtig verstanden? Die Rebellen, die es schaffen, ihr eigenes Boot zu versenken. Und gegen einen Jungen und einen Mann unbewaffnet einfach verlieren. Wobei, ich habe meinen Paddel, ich bin nicht unbewaffnet. Und George hat seinen Schraubenschlüssel. With the where and the why, Highwater Pirate Radio. Reports of conflicts between insurgents and Alphaville are increasing as aid continues to dry up. Ambushes as close as 5 clicks east of Hightower have been reported, and dwellers are urged to keep an eye out for both sides, as both soldiers and insurgents are preying on civilians for resources. Ich glaube, ich kann bei dem gesunkenen Boot nicht viel ausrichten, aber ich kann da mal hinfahren. Moment. Die Horte hat wirklich etwas in dir bewirkt, was? Ich kenne die Leute schon mein ganzes Leben. Orientierung ist sofort hinüber. Bin ich so weit gefahren schon? Oder despawnt die Welt hinter mir?
Ich glaube, ich werde das versunkene Boot nicht mehr wiederfinden. Es wird mir auch nicht mehr angezeigt als Option, also als Möglichkeit da irgendwo anzulegen. Dann wende ich mal wieder. Man ist recht flott unterwegs mit dem Bötchen. Ich finde es interessant, dass bei den Straßen die Laternen alle irgendwie schwimmen. Soll ich hier hin? Ich soll hier nicht hin, oder? Na gut, aber ich kann hier wenigstens weiterfahren. Und Alphabet. Okay. Ja, ich möchte ja zu Hightower. Ich höre erstmal nach Hightower und dann gucken, wie es weitergeht. Aber hier geht es, glaube ich, nicht weiter. Exit. Das Wasser ist vielleicht doch nicht so hoch, wie man meint. Aber warum schwimmen die Laternen? Alle davon. Auf so kleinen Inseln. Whoever you're with. Remember, we're in this together and life goes on as always. You're listening to Highwater Pirate Radio. Ah, ich bin wieder mit viel zu viel Schwung hier gedüst. Moment, ich... Naja, ist nicht besser geworden. Ich wünschte, man würde einfach resettet, wenn man dann wieder neu aufs Boot steigt. Aber nie. Leider nicht. Aber trotzdem bin ich noch besser als die Rebellen. Das ist der Maßstab. Huch. Oha. Ja, klar. Ja. Wo ist meine Schusswaffe? Ein Haufen Quasi-Freiheitskämpfer. Quasi-Guerillas. Quasi-Partisan. Quasi-Quasi. Macht sie fertig. Okay, ja. Was kann ich mit dem hier machen? Wenn du dich hinter dieser Deckung versteckst, erleidest du 2 Schaden weniger durch Fernkampfangriffe. Ist ja ganz nett. Beschädigter Baum, den könnte ich umstoßen. Der ist auch für alle nutzbar. Okay, aber dafür stehen ja gerade alle ungünstig. Ich würde mal hinter den Einkaufswagen gehen. Was kann ich mit dem machen? Oh, ich kann den auch stoßen. Ja, na dann. Schnelle Fortbewegung darin fahren. Nee, auf Feind stoßen. Bam. Und jetzt kann ich probieren, hier den Baum umzuwerfen, oder? So schräg? Ich hoffe, ich kann die schräg werfen. Ich guck mal. Yes. Ja, der ist schon mal platt. Um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Vom Baum erschlagen. Hier mit seiner Waffe in der Hand einfach rumfällt. So, jetzt schön in Deckung begeben. Wen greift er an? Mich natürlich. Es geht immer auf Nikos. Warum? So. Kriege ich den platt in... Ah, nee, ich kriege den gar nicht platt. Aber ich schaff's, dass er entwaffnet ist. Ich kann hier hin und einmal mit meiner Kamera schießen. Lächeln. Okay, der Baum ist ungünstig, also laufe ich hier hin und greife mal mit dem guten alten Schraubenschlüssel an. Schaden 2. Naja, nee, Schaden 3. Das ist doch nicht schlecht und er ist ja jetzt erstmal geblendet. Nee, ist er nicht? Doch, jetzt ist... Ah, ich mache das Foto erst, nachdem sie gelaufen sind. Das ist der Grund. Okay, jetzt wird der wird jetzt zugrunde gepaddelt hier. Ich quetsch mich am Baum vorbei. Und slash. Ich mag das Paddel. Okay, wir können hier jetzt noch einen Schritt nach vorne laufen und dann mit dem Schraubschlüssel ihm den Rest geben.
Fernkampfwaffen taugen in dem Spiel einfach nichts. Was haben wir hier? Energieriegel. Steigere deine Energie mit diesem Snack und behaupte dich in der modernen Arbeitswelt. Ja, wenn man das Arbeitswelt nennen will. Oh, ich sehe ja jetzt erst die ganzen Alpha-Villianer hier rumliegen. Ich kann übrigens auf den Inseln die Kamera nicht drehen. Da glitzert es auch noch. Rebellenleitfaden zur Organisation von Revolutionen. Dieser beliebte Leitfaden aus der berühmten How-To-Reihe wird die Ideologie von AlphaVille auseinanderpflücken. Wie kommt es, dass die Ideologie von AlphaVille angesichts der Herausforderungen der Verknappung auf Überfluss basiert? Durch das Predigen von Hoffnung versucht AlphaVille die Öffentlichkeit passiv zu machen, während sie durch eskapistische Unterhaltung und die Geek-Economy auf den Weltuntergang wartet. Wir, die Rebellen, bieten keine Hoffnung, sondern verzweifeltes Handeln. Ja, aber doch hoffentlich die Hoffnung wenigstens, dass ihr AlphaVille platt macht. Aber gut, die Verzweiflung ist auch ein guter Antrieb. Okay, ich dachte schon, ich komme hier nicht mehr raus. Gab es hier noch mehr anzugucken? Nee. Warum bin ich nochmal reingelaufen? Die Gefahr, dass er mich wieder einsperrt, ist doch eigentlich viel zu groß gewesen. Ja, natürlich, die Leute hier schlafen alle. Tief und fest. Die, jetzt schlafen sie noch, bald werden sie treiben, so wie unser Freund Mark, glaube ich, hieß er, den George eine Runde schwimmen geschickt hat. Ganz liebevoll. Hä, warum steuere ich nach rechts? Ich habe doch nach links gelenkt. Ich hing anscheinend zu sehr in der, hier in der Uferböschung. Okay, hier geht's weiter. Gemütlich. Okay, vielleicht ist die Welt doch übersetzt. Ahoi! Wohin fahrt ihr? Nach Hightower. Alle fahren nach Hightower, aber fahren in die entgegengesetzte Richtung. Ich mache mir langsam Sorgen, dass wir in die falsche Richtung fahren. Weil wir wollen doch auch nach Hightower. Aber sie kommen uns alle entgegen. Jeder will dorthin. Diese Flutzone bröckelt. Fraktionen, Kämpfe, Krankheiten, Mutationen. Es ist nicht sicher. Das ist alles nur Schall und Rauch. Was für ein Schall? Nebelwand. Puh. Hör zu, Kleiner. Die wollen, dass wir uns wegen Abfällen gegenseitig an die Gurgel springen. Um die Flutzone zu bereinigen. Finale Säuberung. Darum ziehen sich die AlphaVille-Soldaten zurück. Jeder weiß, dass die sogenannte große ökologische Katastrophe inszeniert war. Ja, sprich weiter. Du hörst wohl Rebellenradio. Oh Gott. Natürlich, wir sind auf der Seite der Rebellen. Kommt schon, Jungs, wir haben eben zwei ihrer Idioten umgehauen. Was hört ihr? Highwater Piratenradio. Gehen wir uns gleich an die Gurgel, weil wir unterschiedliche Radiosender hören und deswegen unser Verständnis für die Welt einfach sich nicht vereinbaren lässt. Hahaha, HPR. Dieser Moderator ist ein AlphaVille-Anhänger mit seiner blöden Indie-Musik. Amateurradio hilft Familien in der Flut, bla bla bla. Alles Schwachsinn. Wie auch immer, es war schön, euch kennenzulernen. Gute Fahrt. Okay. Ja. Pirate Radio. Your anchor in reality. Ich hätte jetzt gern, also ich würde jetzt gerne mal hören, was für Musik beim Rebellenradio so läuft. Ich bin ehrlich. Einfach nur, man sollte sich alle Quellen anhören. Ich lenke übrigens nach rechts, wie verrückt. Er geht einfach nicht nach rechts. Ist okay, ich steige aus. Das ist okay, das ist kein Problem. Oh, ein Riesenteddy. Oh, Teddy liebt dich. Der sieht ein bisschen modrig aus und ist wahrscheinlich auch ein bisschen schimmlig und so. Aber ja, gut. Nur deswegen sind wir hier angehalten. Oh, okay. Wir haben hier angehalten, um einen Teddy zu knuddeln. Es gibt schlechtere Gründe. Ah, oh Gott. Habe ich gerade... Ja. Drücke freikommen, um ins Wasser zurückzukehren. Immer noch besser als die Rebellen. Warum ins Wasser zurückkehren bedeutet gleichzeitig immer noch in Richtung Ufer fahren? So. Ich hab's
Frau es geschafft. Wie oft werde ich wohl noch elegant stranden, wenn ich doch eigentlich nur anlegen will? Oder besser gesagt ablegen. Alle werden in Hightower sein, dort werden wir nicht überleben. Moment, mir wird angezeigt, dass hier irgendwo der Punkt zum Zwischenhalten ist. In dem Kanister war nicht genug Benzin. Dann rudere ich. Und wenn wir rudern, werden wir nicht vor Sonnenuntergang in Hightower ankommen. Dann nehmen wir eine Abkürzung. Zu Befehl, Kapitän. Gerüchten zufolge gibt es eine illegale Siedlung in der Nähe des Bahnhofs. Darum ist GMO George an Bord. Ich bin Obelix und du Asterix. Wir schaffen das. Es kommt mir so vor, als wäre ich hier der Erwachsene. Weil du so aufs Überleben fokussiert bist. Aber die Ähnlichkeit mit Asterix und Obelix ist schon eindeutig. Mach dich mal locker. Es geht nicht nur ums Überleben. Wie auch immer. Gehen wir zum Bahnhof. Das halbiert unsere Wegstrecke. Aber wegen den Illegalen wollen wir da eigentlich nicht hin. Über die Gleise. Also, Musik war echt laut. Dann gucke ich mal. Kann ich mitkommen? Der beliebte Zug-Teenager. Wer kennt ihn nicht? Nee, für Teenies ist kein Platz auf diesem Boot. George wirft dich nur ins Wasser. Bestimmt. Wer bist du? Ich bin ein Zug-Teenager. Ich muss hier weg. Das Leben mit dem Zugstamm ist unerträglich. Ich gebe euch diese Angelrute. Aber bitte holt mich hier raus. Wir kriegen eine Angelrute. Ich verstehe auch nicht, wieso man nicht mehr Fisch... Na, wahrscheinlich ist der Fisch in dem Wasser nicht gut. Man darf das Wasser ja auch nicht trinken. Das ist ja wohl alles auch vergiftet. Und bei The Cup, wo man später auch auf dieser Welt spielt, ist es auch so, dass das Wasser so giftig ist, dass man sich da nicht mal wirklich drin aufhalten kann. Also ja, der Zugstamm... Ich muss hier raus. Die glauben, Züge wären das letzte wahre Transportmittel. Okay, da muss ich an One Piece denken. Und eine gewisse Zugstrecke, die auch über dem Wasser entlang führt. Oder durchs Wasser, so durch die Wasseroberfläche. Und dass die große Katastrophe unsere Strafe dafür ist, dass wir Autos und Flugzeuge über alles erhoben haben. Es gibt wirklich sehr viele verrückte Gruppierungen. Um Himmels Willen, sind denn alle verrückt geworden? Ja. Auf jeden Fall, wenn wir über die Gleise am Wasser gehen. Den ganzen Weg von hier bis zum Südbahnhof verlegen sie Kabel unter Wasser. Sie lauern von den Zügen aus auf. Übers Bahnhofsdach ist es am sichersten. Sobald wir auf der anderen Seite sind, sind wir in Sicherheit. Also tragen wir das Boot? Okay, spring rein und weise uns den Weg. Und wir haben eine Angelroute. Despite assurances that the borders are not closing, Alphaville has started using live ammunition to push back large groups of people trying to enter the city through the last remaining open ports. Bringt einen beim Kämpfen zum Eyewitnesses Machen. Report that not only people with verified documents are being turned away at the gates, but several accounts tell of returning Alphaville outpost guards being turned away too. It is becoming increasingly obvious that Alphaville is no longer accepting anyone into the city. Even their own guards. Okay, ja. So folks, it seems Alphaville is a no-go zone for now. Unless you abgelehnt. Like a head full of lead. I'd recommend staying far away. How about some chill tunes to take the edge off the world and the heat? Ein grüner Kamerapunkt? Okay, eine witzige Punkband. Komma, das ist das Ende der Welt. Okay. Ich mag den Humor in diesem Spiel. Ja, ich würde mich auch gerne irgendwo positionieren und angeln, aber ich befürchte, es ist hier im Spiel tatsächlich mehr als Waffe gemeint. Und ich wollte doch die Musik wieder ein bisschen leise machen. Also hier das Radio. Oder den Radio. Je nachdem, was euch lieber ist. Lieber nicht, das sind überall Zugbesetzer. Aber auch Collectibles. Sorry, Leute. Ihr müsst leider mit. Oh. Okay. Euer Zug, die Bahn ist ein öffentlicher... Na, ich kann nicht so schnell lesen. Hallo, beste Biene.
scheint ideologisch inkonsequent zu sein, wenn ihr darauf besteht, dass es euer Eigentum ist. Ja, weil es doch ein öffentlicher Zug ist. Tötet sie, sie kommen mit Logik. Das mögen wir gar nicht. Okay, feindliche Runde. Oh Gott, die bringen mich direkt um, oder? Achso, nee, ich bin ja in Deckung. Ja, gut, dass es so viel Deckung gibt. Ich hätte mir ja den Schild von vorhin einfach eingepackt. Aber gut, war anscheinend kein interessantes Loot. Ah, okay, der kommt mit Machete. Der braucht also ein bisschen. So, meine Runde. Was kann denn die Angel? Hält einen Feind fest, verursacht einen Schaden und zieht ihn ein Feld in Richtung Angreifer. Dann holen wir uns den doch mal. Der fällt jetzt ins Wasser, oder? Mohohoho. Sehr schön. Und der Typ läuft einfach... mit dem Felsbrocken kann ich auf Feinde werfen. Ja, der läuft hier hin und bewirft den anderen. So. Felsbrocken benutzen. Und Attacke. Schon ist nur noch einer da, der uns abknallt. Habe ich gerade 2 Schaden davon bekommen? Der ist jetzt natürlich nah genug, um... Stich, stich. Ah, okay. Es war eher ein Slash, Slash. Aber gut. Ein Schraubenschlüssel macht kurz einen Prozess mit ihm. Der andere wird geangelt. Und schwuppdiwupp hat sich das schon direkt erledigt. Ist doch alles gar kein Problem. Boah, aber auch wo die Angel sich da verfängt. Oh. Das muss doch wehtun. Tschüss. Auch er landet... Naja, er wäre im Wasser gelandet, wenn die Physik seine Leiche sich geholt hätte. Und der Junge hat gar nicht gekämpft. Er ist halt auch ein Team. Ist okay. Ist in Ordnung. Neue Sekte. True Transit. Finanziert von einer Gruppe Zugfanatiker am Südbahnhof. Ah, Trainwatcher. Das Mädchen mit dem Tattoo eines Mädchens... Nicht das Mädchen mit dem Drachentattoo. Das Mädchen mit dem Tattoo eines Mädchens, das in einem Zug verschwand, der in Flammen stand. Das 83. Buch in der Bestseller-Serie. Oh Gott. Das Buch, das komplett von der Bestseller-KI Albert Al-Khwarizmi generiert wurde, wird sie exakt 3 Stunden und 34 Minuten lang fesseln, sofern sie eine durchschnittliche Lesegeschwindigkeit besitzen. Danach werden sie es sofort wieder vergessen. Okay, ja, KI-Bücher. Was haben wir hier noch für die Zeitung, für eine Zeitung? Das ist das Einzige, was nicht ganz so passt. Das ist alles super fortschrittlich. Und dann werden aber ständig noch bedruckte Zeitungen anscheinend produziert und verteilt. Also Papierzeitungen meine ich. Hightower Westbahnhof aufgrund von Rebellenangriffen geschlossen. Züge werden zum Nordbahnhof umgeleitet. Okay, das sind aber auch alles dann alte Zeitungen. Trotzdem sind sie aktuell genug. Also, dass sie jetzt nicht frisch gedruckt werden, verstehe ich ja bei der ganzen Überflutung. Grüne Schmerztabletten, Schutz vor Nahkampfschaden. Die grünen Kapseln wurden sorgfältig entwickelt, um Schmerz und Müdigkeit zu bekämpfen. Sehr cool, das würde ich jetzt mal George geben, einfach damit George auch was hat. So. Mehr Lebenspunkte. Ne, Moment. Aha, Inventar. Mehr Lebenspunkte nochmal zu Nikos. Einfach, um sicher zu sein. Moment, da hinten ist noch was auf dem Zug. Mord im Orient Express. Natürlich, welches andere Buch sollte hier sonst liegen? Mord im Orient Express. Jetzt ein ziemlich schlechter Film von Kenny Branco. Oh Gott, es ist das Buch zum Film. Oh Gott, rettet euch. Steigen Sie zusammen mit dem Detektiv Poirot in den Orient Express aus Istanbul. Treffen Sie auf eine Gruppe bunter und verdächtiger Passagiere und nutzen Sie Ihre kleinen grauen Zellen, um den Mord aufzuklären. Es war der Gärtner. Es ist doch immer der Gärtner, das weiß man doch. Geht's hier zum Boot? Ja.
Na, das war völlig sinnlos. Hä, stimmt doch gar nicht. Wir haben doch diese Schmerztabletten bekommen. Arbeitet mal an eurer Wahrnehmung. Südbahnhof. Ich prügel mich hier jetzt durch. Ach so. Die Kleinen müssen schleppen. Kann man da nicht die Luft rauslassen? Der Tempel wird angegriffen. Blas das Heilige. Gib mir Deckung. Ich mache es so gut ich kann. Okay. Was können wir machen? Was ist hier? Durch Ziehen eines Hebels wird der Waggon freigegeben. Und ich kann hier werfen. Na, ich würde jetzt erstmal... Ich würde den Hebel ziehen. Beziehungsweise... Achso, ich kann den anderen gar nicht steuern. Ah, ich hätte jetzt den Teenager den Hebel ziehen lassen. Na gut, dann zieht er den Hebel. Hebel ziehen. Einer weniger. Du wirst gleich überrollt. Boah Gott, ey. Ich schnapp mir wieder den Stein. Reicht das? Nicht ganz, ne? Oh, aber nah dran. Ich kann den auch nicht behalten. Oh, ich kann den nicht behalten oder so? Angriff? Nee, bringt auch nichts. Okay, dann nächste Runde. Er muss eh zu mir kommen. Er hat nur eine Nahkampfwaffe. Bekanntermaßen deutlich gefährlicher. Oh nein, der kommt wieder? Das ist aber nicht in Ordnung. Was macht er? Achso, er schiebt einfach das Boot weiter. Geil. Ich brauche noch etwas Zeit. Aber ich habe doch die Angel. Ich kann doch jetzt einfach den Typen hier runter angeln. Zack. Hierher. Aha. Überlebt er das jetzt auch? Nee, der ist weg. So, wie viel Schaden macht der Stein? Der macht 3 Schaden. Und mein Schraubenschlüssel macht 2 Schaden. Ja, dann werde ich ja wohl den Stein nehmen, ist ja klar. Auch im Nahkampf. Bam. Yep, genau. Die Angel hat zumindest bei dem einen geholfen. Ich hatte für einen Moment schon gedacht, das ist richtig ungünstig, dass ich mit Nikos einmal komplett drumherum rennen müsste. Aber zum Glück habe ich ja die Angel. Oh Gott, kommt der wirklich? Das ist wie so ein Stehaufmännchen, der Typ. Und jetzt kann ich ihn nicht mit der Angel wegholen, leider. Was geschafft? Toll. Toll, toll, toll. Ich komme nicht in Angriff. In Angriffsnähe, leider. Der Stein da hinten, den können wir komplett ignorieren. Ich laufe mal hier hin. Und sag, ey, ihr wollt doch hierher. Greift mich an. Oder wir blitzdingsen wieder ein. Ah, ich könnte nur den blitzdingsen und der ist jetzt eh weg. In der nächsten Runde. Bewegung rückgängig machen? Reicht trotzdem nicht, um ihn zu erwischen. Und was ist, wenn ich bis hierhin laufe? Reicht es dann? Nee, reicht trotzdem nicht. Na gut. Dann rufe ich mal. Hey, hierher! Räusper, räusper! So, der ist jetzt weg. Ich finde die Kombi wirklich interessant mit diesen Strategiekämpfen und dann auf dem Wasser erkunden und mit dem Boot herumdüsen. Los! Was, wir können jetzt abhauen? Nee. Ich glaube nicht. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich kann auch gar nicht hier vorlaufen. Okay, dann doch aufs Boot. Ach, ich kann hier nicht langlaufen, weil ich natürlich nicht durch ihn durchlaufen kann. Das macht im Moment Bewegung rückgängig. Ich wechsle erstmal zu ihm und er kann jetzt hier hin. Ja, okay. Das macht voll Sinn. Hallo, John.
Keiner der Angriffe reicht aber bis dahin, leider. Naja, gut. Dann kann ich wohl nichts machen. Und ich kann jetzt mit ihm hier hin und dann einmal die Kamera auspacken. Jetzt läuft's aber. Sehr schön. Oh Gott, jetzt steht der auch. Naja, sie sind immer da. Einfach immer. Moment, eine Sekunde. So. Der kleine Junge schiebt. Sie sind einfach immer da. Ich würde ihn so gern mit der Angel wieder. Naja gut, wir müssen einfach aushalten. Wir müssen aushalten, bis das Boot auf die andere Seite kommt. Das ist die einzige Möglichkeit. Und in der Zeit möglichst nicht sterben. Nichts leichter als das. Mit dem Paddel. Ja gut, ich kann einmal nach oben. Ich kann hier einmal nach vorne laufen und dann mit dem Paddel den einen Typen beseitigen. Das ist schon ein Anfang. Der kommt jetzt nicht mehr wieder. Oder? Ja, Stich, Stich. Er kommt immer wieder. Es sind einfach immer neue Leute. Die leben da in dem Waggon. Aber der Zug-Teenager hat uns gerettet. Zum Boot! Ach, und die verlassen ihren Zug nicht. Die wollen nicht auf festem Grund stehen. Könnt ihr mich am Südtor absetzen? Ja, dort holen wir Laura ab. Ach, tun wir das? Ich erfahre so nach und nach Pläne. Ich hätte das so nicht gewusst. Highwater! Laura! Okay. Ja, hi, Dive. Danke, Leute. Springst du jetzt auch einfach ins Wasser? Wenn du jemals nach Hightower kommst, frag nach Nana. Bevor wir in Hightower ankommen, müssen wir noch an der AP-Tankstelle vorbei. Warum? Ein paar Alphavillianer holen sich noch die Reste. Das kann unsere Chance sein, uns mit Benzin für die Reise nach Alphaville einzudecken. Klar, begeben wir uns in noch größere Gefahr. Why not? Aber dafür sind wir jetzt zu dritt. Ich bin da. Es gibt nichts zu befürchten. Deinen Optimismus will ich haben, George. Tschüss, Zug-Teenager. Alphaville Petroleum. Ich kann es nicht ganz einschätzen, ob wir gut durchspielen. Top up with your daily fuel of news and views from Highwater Pirate. Oder eher langsam. A friendly reminder that water can also be chemically contaminated. Ja, strange hab ich mir odors gedacht. And colors can be a sign that it is not safe to consume, and boiling it will not make it safe to drink. In that regard, be mindful of where you collect water, especially due to skirmishes breaking out in and around the AP gas region. Things are getting volatile out there. Mm-hmm. You're listening to HPR, High Water Pirate Radio, your daily fix of music and news. We met a few times. Ach Gott, wir sind jetzt echt viele Leute. Verpflichtende Ruhrimpfung für alle Bürger von Alphaville. Exchange Class. Muskovic gegen Boso. Wer hat die bessere Rakete? Ich sag jetzt mal nicht, an wen mich die beiden Silhouetten da erinnern. In dieser Ausgabe von Fortuna vergleichen wir das Unternehmen Space Y. Keine Ähnlichkeit zu irgendeinem bekannten Unternehmen. Von Herrn Muskovic und das Unternehmen Bald Origin von Herrn Boso. Außerdem untersuchen unsere Journalisten den Zusammenhang mit der Regierung von Alphaville im Rahmen ihrer privat-öffentlichen Beziehungen. Wer steckt hinter dem Projekt Hope und was wissen wir über die Mars-Mission? Betonburg-Beans. Mhm. Plus 1 Bewegungspunkte, das finde ich richtig gut.
Die einen nennen es türkischen Kaffee, die anderen griechischen oder einheimischen Kaffee. Für welche Geopolitik du dich auch entscheidest, das schmackhafte schwarze Getränk aus dem Nahen Osten und dem Balkan verpasst dir einen echten Kick. Und hier läuft auch einfach noch der Fernseher. Und wir können ihn uns angucken. Ja, Fußball, ne? Da muss man stehen bleiben. Okay. Im wichtigen Moment ist das Bild ausgegangen. Toll. Wir werden nie erfahren, ob der Ball reingegangen ist. German jawline, the strong grease. Will I ever feel your wet kiss? I yearn for your body. Nicht träume nur. I yearn for your touch. I yearn for your lips. I yearn for. Ja, den Kaffee bekommt auf jeden Fall George. Das macht sehr viel Sinn. Moment, auf der linken Seite. Kann ich mich irgendwo noch umschauen? Hier eventuell? Nikos! Theophilus! George, wirf den Anker und trink mit mir an diesem schönen Morgen. Nicht heute, Theo. Auf nach Hightower. Wer ist denn Hightower außer Faulenzern und Landratten? Niemand, Theo, niemand. Aber die Alphavillianer und Rebellen kommen schnell näher. Dieser Alphavill-Abschaum, denen werden wir es nochmal zeigen. Für so etwas wirst du zu alt, Theo. Yorgos Anastasios Fossis bringt eine Flasche Uso für Nikos. Opa, du solltest lieber nicht trinken. Nikos, komm her. Xenia möchte dich sehen. Danke, Diamantina, aber wir müssen wirklich los. George, trinkst du einen Uso mit uns? Wie sie einfach nicht mit Laura sprechen. Vielleicht kennen sie Laura nicht. Danke, Stamitios. Ich würde ja gerne, aber der Kleine hier hat's eilig. Wir holen Benzin. Stimmt's, Laura? Wir müssen es uns schnappen, bevor dieser Abschaum alles wegsaugt. Ella! Kinder, gebt ihnen eine Flasche Uso für unterwegs. Ich kann nicht trinken. Behalte ihn für dich. Ey, wenn er uns irgendwie in den Kämpfen hilft, her damit. Ich mache ihn noch. Wenn die Mönche vom Berg Athos das vor so vielen Jahrhunderten geschafft haben, warum sollten wir das heute nicht auch schaffen? George, es würde mich glücklich machen, wenn du und Mila meinen Uso trinkt. Nicht wahr, Metaxa? Okay, ich hab schon gedacht, das wäre jetzt der Name von einer anderen Person oder so. Das, ja. Aber nein, natürlich heißt das Hühnchen so. Metaxa. Ganz genau. Xenia, eine Flasche für Nikos und George. George, hier bitte. Wie man so schön sagt, Epharisto. Oder vielleicht sagt man es auch anders. Hi, Nikos. Hi, Xenia. Nikos, wirst du etwa rot? Gehen wir. Danke, ciao, Theo. Tschüss, Kinder. Geht und rittet ein paar Alphavillianern in den Hintern. Eine Rebellenarsch, alles Abschaum. Ciao, Nikos. Theos Uso. Niemand weiß genau, was Großvater Theo in dieser Flasche gefüllt hat. Sollte man sie dann trinken? Fotogelegenheiten. Moment. Walking her dog. Ich schaff das. Das Boot lenkt sich wirklich sehr träge. Just hold my move, won't be a flop. So, und jetzt. We all know. Foto! Ja, das Huhn muss auch mit drauf. Alle dabei. Geht's hier zur Tankstelle? Ja, durchaus. Ist da vorne noch was? Ich glaube, ich fahre gerade wunderschön Slalom. Aber ich würde auch keine Anlegestelle verpassen. Die gerade eben wurde mir ja auch nicht auf dem Kompass angezeigt. Aus irgendwelchen Gründen. Hier ist nichts weiter. Slalom.
Wir sind relativ weit draußen, oder? Das ist keine dicht bebaute Großstadt gewesen. Die Häuser sind zwar recht hoch, aber dazwischen ist in so vielen Bereichen einfach nichts. Oh Gott, der Typ da oben sah aus wie Raketenwerfer. Also, als ob er mit einem Raketenwerfer bewaffnet wäre. Da oben rechts. Nee, Kettensäge. Vielleicht. Energieriegel. Ja, sehr schön. Ich würde mal sagen, wir rüsten uns aus. Sekündchen. Wie wechsel ich zu Booster? Nee, damit schließe ich es nur. Rechtsklick. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich kann auch nicht nach unten. Ich kann die Angel ablegen. Geil. Wie kann ich denn zum Booster wechseln? Ich habe alle Knöpfe durch. Also zumindest soweit ich das jetzt erkannt habe. Ja, nee, ich habe alle Knöpfe durch. Ah, nee, habe ich nicht. X ist es natürlich. Selbstverständlich. Man weiß nicht, was es mit dem Uso auf sich hat. Also, ich würde jetzt mal George... Moment, Charakter wechseln. Hier, George einmal das hier geben. Und nur sicherheitshalber, ich habe keine Ahnung, wie Laura so ausgestattet ist, einmal Energieriegel für Laura. Uso lassen wir mal. Sicher ist sicher. Am Ende ist es nichts Positives. Dort oben, da ist einer auf dem Dach. Nee, es ist keine Kettensäge, Leute. Okay, der ist leer. Ach, das ist die Pumpe oder was? Steck den Schlauch in die andere Pumpe. Alpha will an ab. Achso, Beeilung. Mann, ich kann nicht mehr. Mir kommt das Benzin schon zu den Ohren raus. Oh, sie haben sogar einen Roboterhund dabei? Ikos, lenk den Kerl auf dem Dach ab. Okay, probiere ich. Meine Runde. Was können wir... Achso, das ist einfach nur halbe Deckung. Ja, es ist klar, was ich mache, oder? Ich werfe das um und erwische zumindest einen von denen instant. Oder wir warten einen Moment... Und hoffen, dass die hier hinkommen. Was kann ich denn bei dem da oben machen? Ich könnte ihn mit der Angel runterholen. Starke Charaktere können den Automaten auf einen Feind werfen. Ja, klar. Natürlich. Das Rest ist alles halbe Deckung. Okay. Und für die Fotokamera, ja, sind wir nicht nah genug. Das heißt, ich gehe jetzt hier einmal in die halbe Deckung. Und probier das mit der Kamera nochmal. Nee, reicht nicht. Okay, Bewegung rückgängig machen. Wir laufen hier hin. Und von hier aus. Lächeln. Okay, was hat denn Laura so? Laura hat Nahkampfsachen. Einen Tritt. Außerdem einen Tornado-Tritt. Es hat auch Reichweite 1 alles nur. Sprung, Reichweite 3. Okay, das kann ganz nett sein, denke ich. Hüpfen wir mal einfach hier hin. Das reicht schon. Der kann sich ja mal in Position begeben. Und dann gucken wir, was sie machen. War eine sehr passive erste Runde. Ich hoffe, ich bereue das jetzt nicht. Ja, das habe ich mir gedacht, dass der um die Ecke läuft. Natürlich hat er genug Reichweite dafür. Der macht gar nichts, außer vielleicht geblendet von der Leiter fallen. Hm. Und bleibt stehen. Ah, oh, sehr gut. Und der läuft auch nur einen Schritt. Ah, falsche Richtung. Ist in die falsche Richtung gelaufen. Jetzt kann ich den Hund zwar mit dem Dings besiegen. Hm. Ich dachte, in Alphaville geht es um grüne Energie. Aber der Hund hat halt sowieso kaum HP. Finde ich nicht so sinnvoll. Ergo korrigiere ich meinen Fehler, laufe hier hin und probiere das jetzt mit dem Umwerfen. Zack. Weg damit. K
Kannst du vielleicht mit der Angel den Typen da runterholen? Das hat ein bisschen Schaden gemacht. Und Laura könnte vielleicht... Nee, Moment. Wie viel Schaden machen die Tritte? Schaden 2, Schaden 3. Mit einem Tritt ist der Hund Geschichte. Das finde ich gut. Wir laufen einmal dahin. Und jetzt den richtigen Tritt auswählen. Ciao. Einfach so ein Roboterhund weggetreten. Schuhe aus Stahl. Was passiert denn, wenn ich L gedrückt halte eigentlich? Ich sehe gerade, dass mir das oben rechts angezeigt wird. Geht dann irgendwas schneller oder so? Nee. Okay. Warum? Warum alle auf Nikos? Hat doch gar nichts gemacht. So, jetzt hätte ich gerne was, was Area Damage macht. Und gleich mehrere erwischt. Aber ich komme mit ihm jetzt auch nicht... Na, ich komme auch nicht mal nah genug ran. Was natürlich heißt, dass Nikos sich zurückziehen muss. Ganz feige. Sollen wir nochmal die Leute zu... Nee. Ich sag Pause. Passt. Sprung? Sprung bringt mir nicht wirklich was. Ich kann auch einfach laufen. In dem Moment. Aber auch mit ihr komme ich nicht nah genug ran. Na gut. Und einer steht nicht mal in Deckung. Na. Ich hoffe, der Machete-Typ geht jetzt auf George. Yes. Oh Gott, nee, eigentlich ist das überhaupt nicht gut. Moment. Ich komme aber mit George immer noch nicht zu dem Automaten, oder? Das ist zu weit. Nee. So viel kann ich gar nicht laufen. Ich kann da generell nicht lang laufen. Weil ich nicht da vorbeikomme. Ja, gut. Wir machen jetzt den platt. Einmal so. Und dann mit Laura. Hierhin. Und den krassen Tritt, bitte. Bam. Und du packst deine Angel aus. Die macht ja einen Schaden. Von daher angeln wir uns den Typen. Ein Schaden durch eine Angel gestorben. Naja, wenn der Angelhaken sich doof verfängt, verfängt er sich doof. Ach, so schön Slapstick. Tanken wir Argo auf. George, stell die Flasche weg. Ich beuge nur einem Magen-Darm-Infekt vor. Oh Gott. Weißt schon, nicht viel Bakterien. High Tower. Ich meine, High Water. Werden wir High Water verlassen? In der Spiel ja auch High Water around town. High Water Pirate Radio. Well, shopping definitely isn't what it used to be. Remember when getting food didn't risk a bullet in the face? Well, times have changed. And ongoing fighting in the third world organic grocery means if you're headed in that direction, keep your head down and be safe. Oh. Ich wollte die Leiche jetzt nicht mit dem Boot auffangen. Möge er in Frieden ruhen. Ja, ich bin halt schon vorbeigedüst. Ich dachte, wir können da ein Foto machen. Aber scheinbar nicht. Ich hätte ein Foto gemacht. Hi, Tower! Wir sind da! Was ist das für ein Bötchen? Rammen wir volle Kanne. Kenne ich gar nichts. Irgendwas gefangen? Nur diese Waschmaschine. Hey, warum sollte man eine Waschmaschine angeln? Also, und dann behalten. Na gut, vielleicht ist das Material durchaus wertvoll.
Okay, abrupt Musik aus. So, ich habe ganz viel Loot dabei. Dankeschön, Miss May. Dir auch einen guten Abend und eine schöne Nacht. Suzuki-san, Nikos. Rimbord sucht nach dir. Komm später vorbei, dann mache ich dir Ramen mit Fisch. Ramen mit Fisch? Igitt. Später. Ja, eben. Also warum so... Oh, Radioactive Ramen. Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, der Fisch ist echt nicht genießbar. Ich würde gerne meinen Koffer abstellen. Hi, Nikos. Hey, Bertha. Hey, Bianca. Grüßt Walter von mir. Willst du immer noch nach Alphaville? Yep, aber diesmal wirklich. Reise zur Entdeckung des Selbst. Eine Reise ist eine alte Metapher, aber es ist zu kurz gegriffen, nur an die bekannte Heldenreise zu denken. Unsere Fähigkeiten und Neigungen schlummern im Verborgenen, während wir versuchen, den Diktaten der modernen Gesellschaft zu entsprechen. Nur wenn wir das Verdrängte aktivieren, können wir entdecken, wer wir wirklich sind. Alphaville schickt Hilfe in Höhe von 5 Milliarden Alpha-Dollar an von der Flut betroffene Regionen. Wow, das hilft, glaube ich, gar nicht. Vor allem hilft es dir überhaupt nicht, hier Geld zu haben. Was willst du mit dem Geld machen, wenn es kein Essen gibt, das du kaufen kannst? Ich würde jetzt dann doch gerne angeln. Also ich sehe ja mit dem Fischhändler hier, mit dem, der noch schön gemütlich da sitzt und angelt, dass der Fisch scheinbar doch eine Sache ist, die man aus irgendwelchen Gründen fängt. Und vielleicht auch zubereitet und konsumiert. Dementsprechend will ich das auch. Ich habe eine Angelrute. Wie die anderen total nervös sind hinter mir. Ich kann halt nicht schneller laufen. Feindlicher Beschuss in den Außenbezirken von Betonburg dauert an. Ah, sicher zu Hause. Wie schnell ich in den Cutscenes dann plötzlich bin mit meinem Koffer. Hey, Josie. Josephine, Barbara, schön euch zu sehen. Wie lief es die letzten Tage? Wir wurden heute Morgen angegriffen. Rimbord sucht nach dir. Wo ist er? Keine Ahnung, er hatte es eilig. Habt ihr etwas gefunden? Eine dürftige Ausbeute. George, gib das Zeug den Kindern. Danach setze ich dich bei Mila ab. Ja, George, dann mach das doch. Wieso habe ich das Zeug immer noch in der Hand? Ein weiterer Cholera-Ausbruch in einer Reihe von verheerenden Pandemien bei der Bevölkerung außerhalb von Alphaville. Ja, ist die Frage, kommt das von Alphaville? So, wo sind denn die Kinder? Sind die weiter oben? Vermutlich. Ich find's auch nicht okay, dass George das nicht trägt. Muss alles ich schleppen hier. Nico, soll ich dir die Odyssee vorlesen? Oh nee, bitte nicht. Ich komme später nochmal vorbei. Rimbord hat nach dir gesucht. Ja, ich weiß. Ich glaube, er ist bei Mila. Mhm, wo sind denn die Kinder? Ich würde gerne meinen Koffer loswerden. Die vereinfachte Sapiens-Geschichte. Oh Gott, das ist nie eine gute Idee, diese Geschichte zu vereinfachen. In diesem Weltbestseller, der an jedem Flughafen zu finden ist, erzählt Humphrey eine spannende Geschichte darüber, wie sich der Mensch von der Natur entfremdet und in diesem Prozess die Zivilisation entwickelt hat. Es ist so schön geschrieben, dass man auf Cocktailpartys sehr klug erscheinen kann, wenn man auf die Geschichte der Landwirtschaft, der Werkzeugherstellung und des Geldes verweist und dabei zu dem Schluss kommt, dass das, was uns Menschen so besonders macht, das Erzählen von Geschichten ist. Ja, okay, dann ist es ja doch gar nicht so schlimm. Ich dachte, es geht tatsächlich um eine wissenschaftliche Entwicklung des Menschen, aber leichter erzählt. Brutalistische Architektur in Ost und West. Kramers Kaffeetisch-Edition. Beton. Beton brut bedeutet roher Beton. Beton hat die Ästhetik und die Ideologie einer ganzen Bewegung innerhalb der modernistischen Architektur definiert. Eine furchtbare Architektur. Heute, wo wir in einem vermeintlich postideologischen Zeitalter leben, sehnt man sich vielleicht nach dem Idealismus, der hinter dem Programm der Moderne steht, die gesamte Menschheit durch Design zu erheben. Werfen wir einen Blick auf diese grauen, imposanten, kaltschönen und nun verfallenden Ost-West-Betonplatten. Nee, danke. Also wirklich, nee, brauche ich nicht.
Warum hängt die Badewanne da oben? Ach, Nanas Weißes. Oh, cool. Luigi, soll uns doch etwas zu essen besorgen. Sicher. Warum habe ich den faulsten Mann in Hightower geheiratet? Naja, wahrscheinlich, weil die Auswahl nicht sehr groß war. Oder vielleicht doch. Ich weiß nicht, wie lange diese Flut schon anhält. Als ob das eine Sache ist von 10 Jahren oder eine Sache von 50 Jahren. Offensichtlich mehr als 3 Wochen. Nana! Ach, die sieht ja super aus. Nikos, du bist zurück! Laura! Ich hab nicht viel dabei. Gott und Sonien lässt grüßen. Nikos! Hey, Zlatan! Mach einen Volley! Olympiakos gewinnt die Champions League! Hat er einfach gerade auf die Leute abgeworfen? Hey, Zlatan! Hör auf, den Ball auf meine Wäsche zu werfen! Nee, wie war es hier, als ich weg war? Ich hab Zeit. Rimbot sucht doch nicht nach mir, oder? Ein paar Alphavillianer kamen hier durch. Sie wollten unsere Vorräte stehlen. Aber Josephine und Rimbot haben es ihnen ausgeredet. In den Außenbezirken ist es noch schlimmer. Richtiges Ödland dort draußen. Geh und suche nach Rimbot. Zuerst muss ich George bei Mila absetzen. Das trifft sich gut, weil Rimbot wohl bei Mila ist, habe ich gehört. George, hör auf zu trinken. Die Griechen haben mich dazu gezwungen. Die Griechen sind schuld. Warum ist die Musik so laut auf einmal? Aber natürlich die passende Musik. So, ich durfte mich nicht weiter umgucken. Ich gehe davon aus, dass es entsprechend auch nichts zu entdecken gab. Oben bei den beiden Kindern. Hier kann ich wieder anlegen. Ach, hier wohnt Mila. Ich sagte, ich kann hier anlegen. George, mein Süßer, wie geht's dir? Ich habe schon bessere Tage gesehen, Mila. Ist der Motor in Ordnung, Kleiner? Wie neu, vielen Dank. Der Yamato 400 ist robust. Schau einfach regelmäßig nach dem Öl. Nee. Hey, Kleiner, ich bin schon den ganzen Morgen auf der Suche nach dir. Warum? Kämpfe bei Third World Organic. Einige Rebellen haben den Alphavillanern ziemlich zugesetzt. Bin dabei. Ach Mann, ich bin doch eben erst zurückgekommen. Okay, ich bin auch dabei. Darf ich wenigstens noch pinkeln gehen? Das ist der einzige Lagerort in der Gegend, der unangerührt geblieben ist. Die haben viele Dosen für die Alphavill-Soldaten. Wenn wir gehen, während die sich bekämpfen... George scheint dazu nicht in der Lage zu sein. Ganz kurze Frage, könnte ich vielleicht seine Ausrüstung wieder haben? Wäre ganz geil. Also den Kaffee und so? Ganz im Gegenteil. Komm mal her, George, mein Süßer. Ich möchte kurz nachgucken. Was war es? X. Ich habe wirklich seine Ausrüstung einfach verloren dadurch? Oh, Frechheit. Gut, ich wusste, dass ich ihn bei Mila absetzen würde. War also selber schuld, wenn ich dann... Ich mache die Musik noch ein bisschen leiser. Ich finde dieses Lied gerade sehr laut im Vergleich. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir so lange jetzt keine Musik hatten. Empfang gestört unter der Brücke. Das sind so schöne Details. Ist das hier jetzt auch nochmal? Orinoco. Ja, wirklich, ist das sehr fantastisch. Mit diesem wunderschönen Smiley. Okay, rechts ist offenbar unser Ziel. Ich will natürlich erstmal links gucken, was uns da erwartet. Collectibles. Music, news and interviews. Keeping cool with high water pirate. Gefeierter Journalist der Alphaville Post verschwunden. Ist der neue Besitzer schuld daran? Superman, dieser auf Steroiden basierende Muskelbooster verleiht die irrsinnige Kraft und extreme Ausdauer. Nana war im Fernsehen, im Radio.
It's grim. Without Alphaville aid, it's becoming tough to survive. We have a system for distilling water, fishing, scavenging mushrooms, snails. We grow our own food on rooftops, but it's not enough. Also, without any medical supplies, people just can't cope. A lot of people died in the past couple of weeks. Yes, times are grim indeed. But you're a shining light, Nana. You run a kind of orphanage, don't you? How do you manage? These are all my kids. Most are from Hightower, but many came from the war zone, from Bettenberg, Neapolis, all over the place. We're one happy family. We have a local teacher, and the kids seem to be doing better than the adults, mentally and health-wise. So great to hear some positive news in these trying times. Thank you, Nana. Music, news, and interviews. You're tuned to Highwater. Alphaville Proteste angesichts der Lebensmittelknappheit immer gewalttätiger. Ja, wenn es ums Überleben geht. Achso, mehr kann ich hier aber nicht machen. Na gut. Das hätte ich jetzt auch während Nana erzählt erledigen können. Ich komme da, glaube ich, nicht rum. Oh, nochmal zurück. Und nochmal vor. Aber das ist der Ort, an dem ich mich... Hä? Das ist die Anlegestelle, an der ich sein soll. Warum konnte ich denn da nicht durch? Ah, ich muss A drücken. Ich habe nicht gesehen, dass ich hier A drücken kann, um die Cutscene zu triggern. Rebellen versus Alphaville. Ich mag diese ausweglose Situation genauso wenig wie jeder andere. Doch diesmal sollten wir uns für eine Seite entscheiden. Rebellen oder Alphavillaner? Ich kann nichts sehen, nur diese beiden Armleuchter. Ich auch nicht. Lassen wir die Würfel sprechen. Gehen wir zu den Alphaville-Profis. Ich traue den Rebellen nicht. Okay, Leute. Was ist da eure Meinung? Auf welche Seite sollen wir uns schlagen? Zu den Alphavillanern oder zu den Rebellen? Mit denen haben wir jetzt schon häufiger gekämpft. Also gegen die haben wir häufiger gekämpft. Und bisher sehr erfolgreich. Keine Ahnung, ob Alphavillaner vielleicht die härteren Gegner wären. Aber ist natürlich auch eine Moralentscheidung. Ich bin der Meinung, es gibt keine richtige Wahl. Majin ist für Alpha. Ja, die Sache ist die, sind wir nicht eigentlich hierher gekommen, um auch dafür zu sorgen, dass die Alphavillaner hier nicht die Ressourcen klauen? Ah gut, bei den Rebellen kriegen wir auf keinen Fall Ressourcen. Die Rebellen beklauen uns ja auch. Bei den Alphavillanern vielleicht können wir uns einschleimen und können noch ein bisschen was abstauben. Das wäre doch vielleicht gar nicht so verkehrt. Und ich sag mal so, Nikos will ja auch nach Alphaville. Da sollte er sich mit denen gut stellen. Gucken wir mal. Ja, schlagen wir uns auf die Seite der Alphavillaner. Oh Gott. Oh. Wir wollen euch nur helfen. Ja toll, es ist nur ein Typ. Hoffnungslos unterlegen. Rimbord kann ich meinen Rucksack öffnen und noch ein paar Booster verteilen? Ah. Brecheisen. Die Harpune ist eine Fernkampfwaffe. Verursacht 4 Schaden und zieht ihn ein Feld heran. Okay. Das ist ganz nett. Ja, was ist hier? Dosenhaufen. Wirf eine Dose auf einen Feind, um geringen Schaden zu verursachen. 2. Kann mehrmals benutzt werden. Das ist gar nicht so doof. Also für Laura beispielsweise. Dann laufe ich mal eins nach vorne und gehe jetzt mit der Harpune los. Moment mal, hier 4 Schaden. Und obwohl der geschützt ist, kriegt der auch 4 Schaden. Der kriegt auch 4 Schaden.
Na gut, der ist sowieso sehr nah, also holen wir uns den doch mal. Ich hätte mir angucken sollen, was der Alpha Velana eigentlich kann. Haha, naja, gucken wir uns das jetzt an. Griffschlag. Mit einem Feind, schlag einen Feind mit einer Waffe und verursache 2 Schaden. Waffe abfeuern, Reichweite 5, Schaden 3. Kann ich aber auch nur 3-mal machen. Okay, das heißt, den hier könnten wir einfach direkt platt machen dadurch. Haben wir einen Feind weniger, finde ich gut. Reichweite ist halt sehr gering. Wir laufen mal noch um 1 nach rechts. Obwohl, wir haben ja im Moment Laura. Laura kann auch mit dem Einkaufswagen hier den platt machen. Das ist viel besser. Ein Regal umwerfen. Ja, stimmt. Kann ich tatsächlich. Das ist hier drüben bei Nikos auf jeden Fall eine Überlegung. Okay, ich schiebe jetzt erstmal den Einkaufswagen nach vorne. Dann ist der nämlich weg. Das ist nicht der richtige Tag für irgendwas. So, und Nikos. Ich bin mir nicht sicher, ob Nikos das Regal auch benutzen kann, aber ich hoffe doch. Finden wir es raus. Mittelgroßen Schaden. Weiß ich auch nicht, wie viel das jetzt ist. Ich verliere halt dadurch auch meine Deckung. Was ich eventuell noch bereuen werde. Mal gucken. Hier hinlaufen. Und den platt machen. Moment, wie viel Schaden mache ich mit dem Griffschlag? Quatsch, mit der Waffe. 3 Schaden auch noch. Ja gut, okay. Dann kümmern wir uns lieber um den Typen mit dem Griffschlag. Ich gehe mal hier hin und Attacke. Bam. Hat er den Griff meiner Waffe zu spüren bekommen. Okay. Alle tun mal so, als ob sie geschützt wären. Und jetzt kommen die 3 Feinde. Slash. Ah, die werden alle auf den Alpha Velana gehen, oder? Auf jeden Fall ist jetzt keiner mehr in Deckung hinter einem Regal. Der Typ sollte sich zurückziehen. Der hat eine recht gute Waffe. Ich fände es cool, wenn der überlebt. Wer ist am schwierigsten zu erreichen? Ich würde sagen, wir machen den hier als erstes. Wie viel Schaden machst du mit dem Paddel? 2. Du hast nichts, womit du richtig viel Schaden machen kannst. Okay. Eine Dose macht auch nur 2 Schaden und reicht leider auch nicht ganz bis zu den Feinden. Der Einkaufswagen funktioniert aktuell nicht. Das heißt, sie kann eigentlich gar nichts machen. Naja, sie könnte sich hierhin begeben. Und auf bessere Zeiten hoffen. Ich würde gerne die Harpune einsetzen. Moment, Reichweite. Ach so, durch... ja, gut. Wir haben ein bisschen das Problem, dass ich mit der Harpune hier nicht angreifen kann, weil ich in Deckung stehe, vermute ich. Oder? Weil die Harpune hat eigentlich eine Reichweite von 5. Aber hier... Ach, die ist noch dabei abzuklingen. Abklingzeit von 1. Ah, ja gut, okay. Dann hätten wir nur das Brecheisen. Boah, ich will Nikos auch nicht allein lassen. Aber ich möchte mich hier so möglichst mittig platzieren. Ich würde mich mal hier hinstellen. Und gucken, dass ich hier werfe. Ich treffe beide?
Ja, es ist ja fantastisch. So treffe ich wieder gar keinen. Na gut, aber dann werfe ich doch mal hier hin. Tomatensuppe. Okay. Umbringen kann ich gerade sowieso keinen davon. Deswegen würde ich jetzt bei ihm einfach mal sagen. Nee, bei ihm. Blitzdings. Tja. Und wo läuft der andere hin? Ich mache mir Sorgen. Ich hab's befürchtet und der greift jetzt den... Oh, Mist. Ich hab's befürchtet. Ich hätte doch noch einen Schritt mit Nikos vorgehen sollen. Hm, wir haben eine richtig gute Waffe verloren. Verdammt. Aber ich kann jetzt... Toll, ich kann die Harpune wieder einsetzen in alle Richtungen. Wie viel Schaden macht die Harpune? 4. Das heißt, der hier wäre weg. Finde ich gut. Löst das Problem sofort. Drauf und weg? Was? Was war das gerade für eine Meldung? Ich kann... Ach so, drauf und weg. Ich kann danach noch laufen. Ach so. Ja dann... Hauen wir ab. Geben wir uns in Deckung. Ja, ich kann dich leider nicht platt machen. Ich mache nur 2 oder 1 Schaden. Bisschen doof, dass sie hier so weit hinten steht. Ich hätte sie gar nicht total rumschieben sollen. Ach Quatsch, RW. Ich hätte mit ihr nicht nach hier hinten rennen sollen. Ich habe irgendwie gedacht, das würde mehr Leute anlocken. Aber natürlich hatte keiner Interesse an ihr, weil sie alle auf den Alpha Villander noch gegangen sind zu dem Zeitpunkt. Sie macht maximal 3 Schaden. Ich würde jetzt gerne mit Nikos tauschen. Aber so weit kann sie auch nicht laufen. Auch mit ihrem Sprung kommt sie nicht so richtig weit. Aber wir können ja mal hier hin. Hui! Und ihn wenigstens abwerfen. Beziehungsweise wie viel Schaden machen die? Reichweite 3, ja gut. Auch nur 2 Schaden. So, das ändert sich hier ja nicht, dass ich den hier nicht platt bekomme. Ich muss ihn jetzt auch mal angreifen. Die Kamera ist sowieso keine Option mehr. Zu gerne würde ich jetzt noch einen Schuss abgeben mit der coolen Waffe aus Alphaville. Oh oh. Oh nein. Ah, sehr gut. Ich dachte, er greift ihn an. Er läuft hier diesen einen Schritt so schräg entlang und dann war's das. Nee, ich habe Glück gehabt. Ich habe die Harpune noch. So. Ach so, die Harpune ist ja aber immer noch im Cooldown. Ach, da war ja was. 2 Schaden ist aber besser als kein Schaden. Okay, ja, das sieht man jetzt richtig gut. Drauf und weg. Ja, ich wüsste nicht wohin, aber ja, ich ziehe mich einfach zurück. Angsthase. So, der wird jetzt ins Nirvana gepaddelt. Das sind auch solche Klischee-Rebellen. Das ist wirklich fantastisch. Schaden 3, ja, ist doch ganz gut. Dann latschen wir hier einmal hin. Und Tritt. Ist nicht ideal gelaufen, aber am Ende haben alle überlebt und der Alpha Villaner war ja auch keiner von uns. Also, das ist okay. Ups, der hat ja doch überlebt, verdammt. Danke, Leute. Nehmt, was ihr wollt. Ich bin super, mega, riesig, großzügig. Nikos, Laura, lasst uns zusammenpacken. Willst du immer noch Zeug hier lagern? Nicht mehr. Neue Befehle. Alle wurden zurück in die Stadt gerufen. Alle? Ich bin froh, wieder zur Zivilisation zurückzukehren. In diesem Schutzanzug bin ich nur am Kochen. Ich habe schon seit Monaten nicht mehr geduscht. Jetzt einen Schritt zurück. Kleiner, komm in die Gänge. Heute bereite ich das Abendessen vor für die ganze Nachbarschaft.
Nee, ihr solltet mal gucken, dass ihr euren Proviant ordentlich einteilt. Damit ihr auch noch Jahrzehnte hält. Gewürze, Pilze, Schnecken. Schnecken? Ha, Bettler dürfen nicht wählerisch sein, Kleiner. Frankreich ist es eine Delikatesse. Okay, aber schnell, es wird schon dunkel. Bien sûr. Deswegen mag Rimbaud natürlich auch Schnecken. Chakra Island. Reaching out from HPR to give you a heads up that resources are becoming increasingly stretched. But some islands still have a great selection of edible fauna and flora, if you can bear it. Ich mag den Look im Spiel. Sehr schön. You're listening to Highwater Pirate Radio. The sound you hear is me sloping Suzuki-san's wonderful fish ramen in Hightower. Drop by and say hi. Ah. This neighborhood is managing to service with local joints like the Blind Bard, Walter and Daughters, Nana's Orphanage, and of course, Radioactive Ramen. Oh, very good. Very good. Arigato. Very good. Arigato. Sehr schön. Das haben wir aus irgendwelchen Gründen nicht übersetzt, aber gut. Ja, die schöne Musik setzt wieder ein und es ist tatsächlich schon Zeit, sich zu verabschieden. Ich habe überhaupt keinen Überblick, wie weit wir sind. Ich kann ja hier mal durchscrollen. Oh! Ich würde mal sagen, nächsten Mittwoch ist das Spiel durch. Denke ich jetzt einfach nur von den Collectibles, die ich so gefunden habe. Mal gucken. Denn natürlich werde ich das durchspielen. Ich finde dafür die Story viel zu spannend und nachdem ich die anderen beiden Spiele, die chronologisch nach diesem hier spielen, noch nicht gespielt habe, gibt ja auch die Option, dass da noch was kommt. Also könnt ihr natürlich da auch Feedback dalassen, wenn ihr dann Bock habt, komplett in die Welt einzutauchen und auch die anderen beiden Spiele mal sehen wollt, spiele ich die auch gern. Ich hoffe, euch hat Highwater heute Abend gefallen. Und irgendwie ist die Musik wieder super laut oder werde ich langsam einfach empfindlich? Keine Ahnung, ich mache sie mal noch ein bisschen leiser. Musik auf 50%. So. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß mit euch. Es war ein toller Abend. Schön, dass das Mittwochenende wieder da ist. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für die tolle Unterstützung. Und natürlich gibt es auch noch ein paar Kekse. Bonuskekse. Habt alle einen schönen Abend und lagert schon mal ein bisschen Wasser und Dosennahrung im Keller, würde ich vorschlagen. Ist, glaube ich, angebracht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.